Servus Mike, grüß dich. Liebe Zuschauer, grüß euch. Herzlich willkommen zum Salongespräch. Thomas, wie immer an der Stelle, herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, hier auch vor allem liebe neue Zuschauer, falls welche zugeschaltet sind jetzt, wovon ich mal ausgehe, weil wir immer wieder auch da Rückmeldungen entsprechend bekommen, habe ich jetzt erst entdeckt und sowas. Also da gibt es sicherlich Anhaltspunkte, dass es wirklich immer wieder neue Menschen gibt, die uns hier entdecken oder denen der Kanal gefällt oder das Format Salongespräch. Das Buch Illusion, Spielzeug der Wahrheit von Mike, der 12. Teil des Hörbuchs, wieder in der Beschreibung als Verweis. Und damit kommt man auch zu allen anderen Teilen dann. Werdet sich in Kapiteln, es ist nicht ganz nach Kapiteln, sondern es ist halt in Teilen. Unterteilt. Und da gibt es jetzt den 12. Teil. Genau, und der ist wie immer für jeden frei, da muss man nichts für bezahlen oder dergleichen, wer da Interesse dran hat. Das gesamte Buch, das will ich schon noch erwähnen, Wieder unten an der Verweis. Okay, aber ich wollte jetzt zu den Folgen eingehen. Ja, da hatte auch noch mal jemand oder einige gefragt, ob man da nicht eine Liste auf YouTube herstellen kann. Das werde ich tun, wenn alle Teile fertig sind. Eine Playlist, genau. Und vielleicht sogar, ich muss mal schauen, wie gut das nachher wirklich in der Qualität ist. Wenn es gut genug ist, dann schneide ich es vielleicht zusammen, dass man ein komplettes Hörbuch hat oder in zwei Teilen. Das aber zum Schluss, wenn alle Kapitel durch sind. Okay, und dann hast du noch eine Neuigkeit? Ja, da wollte ich noch drauf eingehen. Erstmal herzlichen Dank für die Anteilnahme hier für unser Seminar am 16.04. Da war übrigens versehentlich in einer der Mails der 19. erwähnt. Das ist falsch. Nur nochmal für jeden, der Interesse hat, das ist der 16.04. Und noch sind ein paar Plätze frei. Also jeder, der da Interesse hat, kann auch am Ende des Videos oder grundsätzlich in den Verweis nachher unter mehr den Verweis zu mir finden. Kontakt, Seminar, klickt darauf und dann kann er gerne von mir die Mail erhalten für alle weiteren Informationen. Guter Hinweis noch von dir, Mike, mit dem mehr. Das übersieht man gerne. Unter dem Video ist ja nur so die ersten, weiß ich nicht, paar Wörter der Beschreibung und dann kommt mehr Anzeigen. Und da musst du draufklicken und dann klappt die gesamte Beschreibung auf. Ist ein bisschen unglücklich gemacht, finde ich, von YouTube. Da übersehen viele Leute manchmal wesentliche Informationen, dass ihr Bescheid wisst. Ihr müsst dann noch einmal klicken und dann seht ihr alles unter dem Video. Ja, wir hatten ja letztes Mal das schöne Titel, wie geht es weiter? Ja, und das ist vielleicht nochmal eine Überschrift für heute. Nochmal aber auch von anderen Aspekten aus gesehen, also worauf ich nochmal hinaus will, was ich feststelle ist, es wird schwächer. Der Widerstand oder Widerstand, nicht unser Widerstand, sondern die, wenn man so sagen will, die Gegenseite oder die uns nicht gewogen sind und dazu zähle ich ja auch alle, die wir so sehen. Ja. Nicht der Widerstand des Widerstands. Genau, schwächelt. Wird zunehmend schwächer. Also woran ich das festmache, also einmal, dass wir überhaupt auf YouTube solche Sachen hier schon relativ frei, was vor einem Jahr No-Go gewesen wäre oder ich auch Direktübertragungen mittlerweile auf YouTube wieder mache, ohne dass ich mir echt einen Knoten in die Zunge machen muss. Dann aber auch natürlich Meldungen, Kommentare negativer Art, dann aber eben auch absurdeste Meldungen vom Mainstream, wie ganz aktuell von der Bild-Zeitung 18 Leopard-Panzer in die Ukraine, vielleicht sogar schon an die Front jedenfalls. Damit soll dann wird wirklich so genannt, Originalzitat, Frühjahrsoffensive gestartet werden mit 18 Panzern. Mit Leuten, die damit keine Erfahrung haben, die da in ein paar Monaten ausgebildet wurden drauf. Also das klingt schon sehr verzweifelt. Das Klima, die Geschichte am Sonntag, die Abstimmung ist krachend gescheitert. Da kann man nicht sagen knapp oder ja gut, also eigentlich sind mehr Leute, als man dachte, dafür. Nein, das kann man nun wirklich nicht mehr schönreden. Ja. Die Grünen sind gerade, wobei das ist, das will ich gar nicht nehmen als Beispiel, weil diese ganze Parteipolitik, das ist so nicht wirklich verwendbar oder mittlerweile auch gar nicht mehr, kann man sich gar nicht mehr zumuten. Aber auch eben die Gender-Geschichte, die Trans-Geschichte, das wird alles. Sie merken, da kommt jetzt immer mehr Widerstand von der Masse.
die das nicht wollen, ja, und die da ganz auch Elektromobilität und so weiter, das ist, es stößt so gefühlt langsam an, die stoßen sie an ihre Grenzen. Ja. Sie haben überdreht und jetzt gibt es schon Lagerschaden im Motor und der kann schon nicht mehr so hoch drehen oder irgendwie. Wie empfindest du das? Also prinzipiell ist das, was du sagst, meine Wahrnehmung auch. Dazu könnte ich jetzt noch einfügen als kleines Bonbon die letzte Rede von Friedrich Merz, CDU. Ja, wo er also komplett gegen all das spricht, was in den Regierungsorganen so verkündet wird. All die Themen, die du hier gerade ansprichst, denen er auch widerspricht. Söder macht im Prinzip das Gleiche. So, das soll noch nicht viel heißen. Damit hebe ich die Menschen nicht aus meiner Sicht davor und sage, das sind jetzt die Netten. Ich sage nur, dass sie das sagen, dass das Widersprüche sind, die gravierend sind in der Politik. Und das sind ja keine, ich sage mal in dem Sinne, Personen, die unbekannt sind oder keine Wirkung erzielen mit dem, was sie Einfluss haben. Genau, also ist das schon ein deutliches Zeichen. Bei all den Themen, die wir jetzt hier anführen können, ist ja meine These die, dass man immer aus der Sicht der Betrachtungsweise sich vor Augen hält, dass man sagt, alles das gehört zu einem Schauspiel. Wir wissen nur noch nicht, wer der Regisseur ist. Der eine sagt, er glaubt, dass das der Regisseur ist, das heißt die positive Seite für uns gesehen. Und der andere sagt, nein, nein, das sind die Negativen, die drehen das Spiel um. Beides macht Sinn, beides ist möglich. Ja. Wissen kann man es nur, wenn man einer derer ist, die wirklich dahinter stehen und den Einblick so tief haben. Den wir nicht haben, ja. Genau, und darum ist es vernünftig, die Dinge zu beobachten, das sagen wir ja immer wieder, und dann zu sehen, auf jeden Fall, was geschieht denn tatsächlich real, und das ist ein Zusammenbruch. Genau. Und das philosophieren wir ja schon durch das gesamte Zeitfenster, wo wir unsere Salongespräche jetzt fast 3 Jahre schon machen. Ne? Und man könnte sagen, ein Zusammenbruch in einer super Zeitlupe. In so ein Haus. Ja, also jetzt hast du insoweit recht, dass das uns allen viel zu lange dauert. Jeder von uns, der einigermaßen die Dinge auf einer höheren Ebene schon anfängt zu durchschauen. Ich sage bewusst anfängt zu durchschauen, weil wir sind ja alle in einem Entwicklungsprozess aus dem System heraus. Also wir gehen aus der Verwicklung mit dem System raus, indem wir uns daraus entwickeln. Übrigens ein herrlicher vielleicht noch ein Beispiel dazu. Schau mal, in unserem System heißt es doch, so in unserer Sprache, die Persönlichkeit soll sich entwickeln. Ne? Wenn wir aber das System betrachten, was sie uns erklären, was die Person ausmacht, wenn sie sich entwickelt, ist letztlich sich mit dem System immer mehr zu verwickeln. Umso besser du dich mit dem System verwickelst, umso besser bist du in dem System von der Aussage entwickelt. De facto ist es aber eine Lüge, weil du dich immer mehr mit dem System verwickelst. Im Sinne des Systems. Du glaubst also an systemrelevante Dinge. Schön, ja. Du glaubst daran, dass die Bundesrepublik ein souveräner Staat ist. Du glaubst daran, dass das Geld keine Illusion ist und. So, aber die Persönlichkeit entwickeln heißt, sich von der Persönlichkeit lösen. Dann kommst du zu deinem wahren Selbst, weil die Persönlichkeit ist die Maske, die auf deinem wahren Selbst ist und sich verwickelt hat mit dem System. Und Person ist letztlich in der Übersetzung auch artverwandt mit Maske. Habe ich auch, dank dir habe ich das auch mal in einem Video gebracht mit deutsche Worte und da waren auch viele Leute überrascht. Das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Mit Maske, ja, interessant, ja, wirklich. Genau. Also ich will jetzt nicht tiefer einsteigen, das ist schon der spirituelle Aspekt, wenn man sich weiter aus dem System entwickelt, also entfaltet. Aber zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also du siehst hier, was du gerade richtig sagst, dass dieses System weltweit zerfällt. Auch wenn es uns, für die, die schon ein bisschen wacher sind, zu langsam geht. Aber jetzt überleg dir mal, über wie lange Zeit dieses System jetzt schon existent ist.
und wie verstrickt wir alle mit dem System sind. Immer noch sind, ja, natürlich. Wir leben ja hier, ja. Mhm. So, und was sich da auch hinter unseren Fassaden, die wir nicht, wo wir nicht durchschauen können, was sich da an Machtstrukturen entwickelt hat, in dem Fall in dem System, verwickelt, verstrickt hat. Mhm. Diese Machtstrukturen sind wie Knetmasse, die sehr fest ist. Und die müssen sich auch lösen. Das ist das eine. Wenn du es lösen willst, muss sich das alles lösen. Und das ist nun mal in einer Welt, in der wir leben, mit Materie verhaftet, dauert Zeit. Materie löst sich nicht so schnell auf. Und Gedanken lösen sich auch nicht so schnell auf. Es sei denn, man wird immer souveräner. Umso souveräner du wirst, umso souveräner werden deine Gedanken und du wirst vieles von dem Müll in deinen Gedanken verwerfen. Nicht mehr mit dir rumschleppen. So, dieses System hat also einmal diese Grundlage, die wir verstehen sollten. Und das andere ist, wenn wir bedenken, dass die Regisseure es gut mit uns meinen, dann ist der Übergang auch besser, wenn er soft ist und sich länger hinstretcht. Aber das ist der nächste Punkt. Ja, ja. Mhm. Naja, das geht schon anders. Aber dann sind die Hürden, die sich danach aufbauen, vielleicht höher. Für die Menschen, da mitzukommen. Ja. Genau. Und dann gibt es vielleicht Krawalle unter den Menschen in einem viel größeren Maße, als es bei einem soften Übergang ist. Das heißt nicht, dass ein softer Übergang nachher wirklich heißt, da gibt es nicht irgendwelche Gegenwehr. Aber sie wird nicht so gravierend sein. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ja? Nicht so schlagartig, ja. Ja, und in der Grundlage ist es doch so, wenn wir uns die Welt anschauen, dann kann man doch jetzt, wenn man, wie gesagt, ein bisschen über den Tellerrand anfängt, rüber zu schauen und sich mit anderen Dingen beschäftigt, als nur mit den Mainstream-Nachrichten. Das heißt nicht, dass man sich die nicht anschaut, um damit ein Fundament zu haben, zu begreifen, was man da eigentlich hört. Was kriegt man denn serviert? Ja. Mhm. Ist das Lüge oder ist das Wahrheit? Das kannst du aber nur machen, wenn du selber recherchierst und selber deine Gedanken neu überdenkst. So, also ist doch das Prinzip, was wir gerade sehen, uns wird einerseits erzählt, die Geldsituation ist bedränglich für das System. Das erzählt das System selber. Zwar nicht in der Essenz dessen, was wirklich wahr ist, sondern sie erzählen es wieder mit Lügen. Inflation, die entstanden ist durch. Alles das ist alles Humbug. Das Geld hat de facto keinen Wert, wenn es keine Deckung hat. Und wenn man das begriffen hat, aber sich gleichzeitig dann den Börsenwert anschaut, den Aktienmarkt, also die Börse, dann steht das doch im absoluten Widerspruch. In Deutschland ist der DAX im Moment über 15 Punkte. Das war noch aus meiner Sicht nie der Fall, zumindest in den letzten 10 Jahren nicht. Mhm. Auch der Dow Jones hält sich immer noch bei etwas über 13. Manchmal ist er knapp unter 13, dann wieder drüber. Also das passt überhaupt nicht zu der Geldsituation, zu der Wirtschaftssituation, die man uns erzählt. Genau. Der Gold- und Silberstandard ist völlig falsch bewertet. Auch das kann man ja deutlich manipuliert. Mhm. Also, alleine das, wenn man sich das vor Augen hält, sieht man doch schon, dass hier ein Programm läuft, was leicht durchschaubar ist, wenn man sich die Dinge anguckt. Weil man durchschaut und sagt, Moment, das ist ja nicht real. Das ist alles nur Zahlenwerk. Was da auch immer steht, was man uns auch immer erzählt, ist nur Zahlenwerk. Wenn man sich vor Augen hält, dass wir Menschen uns damit abgefunden haben, da kann ich gleich mal eine Frage an dich stellen. Schau mal, wir wissen doch, die sogenannte Immunität der Politiker ist, soweit wie ich das weiß, zumindest in dem Weltwirtschaftssystem, überall gleich. Vielleicht mit Nuancen, ja, aber im Prinzip überall gleich. So, jetzt muss man sich mal überlegen, was heißt denn das, Immunität? Sie sind immun gegen jeden Angriff, den wir als Bevölkerung gegen sie hätten. Wenn wir sagen, wir sind damit nicht einverstanden, das war korrupt, das war das. Du kannst sie nicht belangen. Und trotzdem gibt es keinen Aufstand. Mhm. Meinst du nicht, dass in dem Moment, wo Menschen das begriffen haben,
dass sie auf die Straße gehen müssten und sagen, das muss sofort geändert werden. Dieses Gesetz ist völlig unverständlich für uns als Menschen, dass andere, die über uns bestimmen und Entscheidungen treffen, keine Verantwortung übernehmen. Mhm. Ist das nicht merkwürdig, dass wir Menschen nie auf die Straße gegangen sind und das in der Öffentlichkeit deutlich kundgetan haben, dass wir das nicht wollen? Ich kann mir vorstellen, das liegt daran, dass die Medien dank der Medien die Masse der Menschen immer noch denkt. Ich habe dich gefragt, Thomas. Dich. Ja, das trifft auch auf mich zu. Ja, darum frage ich ja dich. Und zwar nicht, um dich anzugreifen. Es ist jetzt nichts Neues. Sicherlich jetzt nicht gedacht, das sind die Diener unseres Staates und die machen nur das Beste für uns und das sind immun sind sie deswegen, damit sie da frei entscheiden können und nicht irgendwie Bedenken haben müssen, dass ihnen da irgendwas, irgendwie nicht Anklagen reinfliegen. Habe aber letztendlich, so weit bin ich nie gegangen, also bis vor 4-5 Jahren, dass ich sage, hey, das kann ja eigentlich gar nicht alles sein, was machen die denn da? Schau mal. Es ist lieb, dass du das so ausführlich antwortest. Aber ich würde einfach nur simpel antworten, weil ich noch mehrere Fragen hinten dran habe. Ja. Splitten wir die Idee zu weit und dann sind wir nicht mehr im Thema drin, was wir eigentlich hatten. Nur ganz einfach. Ist das nicht merkwürdig für dich? Ja, klar. Auch für mich selber, genau. Warum mache ich das? Warum habe ich das so gesehen? Ja, ja, klar. Das reicht doch. Ja. Das reicht doch. Das ist ja nicht, dass ich jetzt dich demaskiere und sage, ach, guck mal, wie der Thomas denkt. Nein, du sagst einfach nur das, was du denkst. Ja. So siehst du, ich sehe das genauso wie du, aber ich bin auch nicht auf die Straße gegangen. Mhm. Warum denn nicht? Mhm. Weil das für mich gar nicht relevant war. Ich habe gesagt, ach, na, ist doch eh egal. Ja, so. Ja, das, also das war es für mich früher. Ganz einfach. Heute in der jetzigen Situation sage ich, eigentlich ist das ein Irrsinn. Ja? Man demonstriert gegen das Klima, man demonstriert gegen Genderwahn, man demonstriert gegen Grüne, gegen Gelbe, gegen Schwarze. Warum geht man nicht auf die Straße und sagt, Kinder, ihr müsst für eure Taten Verantwortung übernehmen? Warum macht das keiner? Weil es gar nicht im Gedankengut ist, sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ja, auf jeden Fall. Ein wichtiger Punkt, nicht der alleine. Nächster Punkt. Wir wissen doch alle, dass es von dem Staat aus möglich ist, gewisse Unterlagen unter Verschluss zu bringen, die Relevanz haben, sei es jetzt aus Untersuchungen oder aus Dokumentation von Ergebnissen, wo man sagt, ja, da ist das und das und das passiert, aber wir halten das unter Ermittlungen, Verschluss. Ermittlungen, ja. Und dann können die sogar bis zu, weiß ich nicht, 100 Jahren Dinge unter Verschluss halten. Ja, was sagt dir denn das? Dass man etwas vor dir verheimlicht. Was interessiert dich denn etwas, was erst in 100 Jahren zur Einsicht ist, wo du auf diesem Planeten wahrscheinlich nicht mehr in der Inkarnation, die du jetzt gerade hast, vorhanden bist? Es ist doch nichts anderes, als dir zu sagen, nein, das kriegst du nicht zu sehen, weil das darfst du nicht sehen, vielleicht wirst du sonst wach. Ganz genau. So, das ist doch ein nächster gravierender Punkt, das ist, passiert doch oft. Ja, aktuell Staatswohl, Nord Stream 2 und so weiter, ja, Staatswohl gefährdend wird dann als letztes Argument genommen, dass es nicht veröffentlicht wird. Ja. So, und jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, man argumentiert dann aus der, sagen wir mal, etwas unüberschaubaren Sicht, ja, ja, das ist in Deutschland, aber auch nicht in Spanien und Italien auch nicht anders. Und das ist in Amerika auch so. Ja, nur weil das in allen Ländern gleich ist, heißt das doch noch lange nicht, dass es richtig Super. Ist. Super, Mike, ganz genau, so ist es, ja. Ja, das war übrigens auch, das kann man noch mal ganz kurz, ich will jetzt nicht vom Thema weg, aber das ist auch dieses Argument damals gewesen mit Corona. Ja, aber das ist doch weltweit. Ja, natürlich. Ja? Ja, damit kriegen Sie uns doch jedes Mal. Genau. Wenn ein System weltweit eine Struktur hat, dann hat es ja die Macht in der Welt, an den signifikanten Stellen alles identisch umzusetzen, im Kern der Sache. Und wenn Menschen dann so indoktriniert sind, dass sie sagen, naja, Moment, wenn der das sagt, wenn der das sagt und wenn das Land das sagt, dann muss es ja so sein. Wenn Professor Dr. so und so das sagt und Professor so und noch einer, ja, dann muss das so sein. Was passiert bei uns im TV? Ja, schon ewige Zeit, das wissen wir ja auch, haben wir auch schon oft diskutiert, also besprochen.
die sogenannten Experten, die wir immer noch mal im Kommentar nach einer Nachricht bekommen, die relevant ist. Ja. Da wird dann noch mal vom Experten erklärt, was du zu verstehen hast. Der sagt dir genau, wie die Sache ist. Einordnen. Ja, ja. Das ist die Einordnung. Betreutes Denken, ja. Genau. Ja, ja. Da sitzt du dann vorm Fernseher und sagst, Busch. Oh, ja. Ja, gestern habe ich noch das gedacht. Aber schau mal, in Aspekte, da war ja der Experte so und so. Der hat doch gesagt, das ist so. Also, entschuldige bitte, das muss ja wohl so sein. Das hat der im Fernsehen gesagt. Ja, 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 genau. Na klar. Mhm. Und dann kommt ein Gesundheitsminister. Naja, das hat der Gesundheitsminister gesagt. Egal, ob der früher Staubsaugervertreter war oder Diplom-Ingenieur oder was auch immer. Der ist jetzt in dem Posten drin und der Posten ist mit Gesundheitsminister. Also, ob der Baerbock Ahnung hat von der Welt an sich, ist völlig egal. Sie hat das Amt, sie füllt das Amt aus und macht sich selber zum Bock. Ja. Zum Baerbock. Ja. Also, schau mal, ich habe doch jetzt eigentlich offensichtliche Dinge gesagt, die fast jeden von uns bewusst sind. Aber scheinbar nicht bewusst genug, dafür zu sagen, dafür gehe ich jetzt auch mal demonstrieren zum Beispiel. Man kann über Demonstrationen denken, was man will, aber wenn man auf die Straße geht für Klima oder gegen Klima, Gender für oder gegen Gender, dann sollte man sich doch mal fragen, ob man nicht besser auf die Straße für die anderen Punkte erstmal geht, dass man die beseitigt hat. Dann kann man über den anderen Kram auch noch sprechen. Aber die Substanz muss doch klar sein. Ich denke, dann würde es zumindest würden Sie das Gefühl bekommen, jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt werden die falschen Fragen gestellt. Ja, nicht mehr das. Wenn sich das im System weltweit etabliert, dann ist das System innerhalb kürzester Zeit nicht mehr das System. Weil wenn sich diese ganzen Punkte ändern, dann ist das System von innen ausgehöhlt, weil die Posten dann nicht mehr die Souveränität haben, die sie jetzt haben. Genau. So, wenn jeder Politiker sich verantworten muss für das, was sie tun, egal in welcher Phase sie was machen, so wie jeder Mensch in dem Land sich verantworten muss für das, was er tut. Ein Politiker darf überhaupt gar keinen Unterschied in der Behandlung haben, sondern exaktamente so behandelt werden wie jeder andere. Im Negativen wie im Positiven. Entweder oder. Vor dem Gesetz, sagt man uns doch, sind alle gleich. Ja, ja. Ja, aber das stimmt ja nicht. Das haben doch bestimmt auch schon eine ganze Menge Menschen festgestellt. Wenn du genügend Geld hast und dir genügend gute Anwälte nimmst, dann bist du nicht gleichgestellt mit jemandem, der mit einem Sozi-Anwalt vor Gericht zieht. Ja, oder auch die richtigen Leute kennst, es geht ja weiter. Natürlich. Und wenn du dann weiterdenkst und feststellst, dass die Gerichte selber in sich korrupt sind, dass das bis zu den höchsten Gerichten so ist, dass es von System ja organisierte Vorstände, in dem Fall Richter sind. Die müssen dem System hörig arbeiten, sonst haben sie ihren Posten nicht mehr. Das ist ganz, ganz klar. Ganz genau. Abhängigkeiten geschaffen, ja. Ja, wenn irgendjemand einen Posten auf Lebenszeit hat, dann nur, weil er erpressbar ist, weil man ihn so unter Kontrolle hat, dass er das tut, was das System will. Du kriegst keinen Posten auf Lebenszeit, wenn das nicht der Fall ist. Wenn du jemand bist, der sich im Posten anders darstellt, als man dachte, wie du bist, dass du dich nicht erpressen lässt, selbst mit deinen Schandtaten, die du da angeblich hattest, dann wirst du bloßgestellt. Bis hin, dass du auf einmal nicht mehr da bist, wie bestimmte Präsidenten. Oder andere in dieser Welt, die was zu sagen haben und, sagen wir mal, einen gewissen Teil an Menschen erreicht. So, wo sind wir jetzt also? Bei deiner Frage, wie geht es weiter? Ja. Und wie sehe ich die Dinge, die hier gerade laufen? Ich sehe es so, umso mehr Menschen sich Gedanken machen, die wir beide jetzt hier in unserem Gespräch teilweise anregen, umso schneller wird dieser Abbau geschehen. Egal, wer die Fäden zieht. Ich hatte einen Kommentar gelesen, da hieß es, ja, warum spricht denn der Mike immer über Geld? Ja, das war so anzüglich ein bisschen gedacht wie, ah, der Mike ist wahrscheinlich ein Geldfuchs oder so. Ja. Also im Prinzip bin ich genauso vom Geld abhängig wie jeder andere Mensch, weil ich ja in dem System bin. Ja, ja, das klar. Ist mir ja klar. Du musst auch deinen Strom bezahlen und so weiter. Ich habe für mich begriffen, umso mehr Menschen begreifen, dass das System des Geldes hier eine Illusion ist und auf Lug und Trug basiert
Und umso mehr Menschen sich klar machen, dass dieses Geldsystem das Fundament ist, damit das System überhaupt funktioniert. Die Voraussetzung, ganz sicher. Ja, weil sonst kannst du Menschen nicht versklaven in diesem System. Ja. Dass man Geld benutzen kann als Tauschmittel, ist völlig legitim. Bloß dann müssen die Dinge, die dahinter sind, auch real sein. Werte haben, ja. Das heißt, das Geld muss real sein und darf auf gar keinen Fall Kryptowährung oder sonst irgendein Euro oder digitaler Dollar oder was digital, gar nicht digital. Festes Geld. Wenn du zusätzlich dann noch eine Karte hast oder in eine bestimmte Kryptowährung einen bestimmten Anteil an Geld investierst, ist das deine Sache. Aber der nationale, souveräne Geldwert muss physisch vorhanden sein und darf nicht über Zahlen von Computern abhängig sein, von Buchungen. Weil das ist ja das, was wir hier gerade in der Welt wahrnehmen. Mhm. Ja? Und zu der Frage, wie geht es weiter? Du siehst doch, dieses System, gesamte System, wackelt doch gravierend jetzt gerade dadurch, dass man uns wieder eine Bankenkrise vorgaukelt. Mhm. Diese Bankenkrise ist letztlich schon immer da, wenn man sie erkannt hat, dass sie vorhanden ist. Die Menschen, die aber dieses System kontrollieren, können das ewig aufrechterhalten, wenn die Menschen es nicht verstehen. Weil es wird ja kein Geld gedruckt. Das ist alles nur im Rahmen, vielleicht 1% der Geldmenge real und der Rest sind Buchungen. Mhm. Also ist alles subventioniertes Geld Buchungsgeld. Und kein tatsächliches Geld, was irgendwelche Werte hat. Das hatten wir ja schon oft und auch letztens thematisiert. Darum will ich da nicht weiter eingehen. Jemand, der das nicht versteht, den bitte ich einfach, das letzte Video sich nochmal anzuschauen. So, also Fundament dieses Systems ist das Geldsystem. Die Auswirkung des Systems, dass es sich publiziert und die Lügen gut verbreiten kann, dafür sind Medien entscheidend. Die Medien müssen also kontrolliert werden von dem gleichen System. Auf jeden Fall. Es ist eigentlich, kann man fast gleichsetzen als Voraussetzung. Geld, das Geldsystem und das Mediensystem. Das Mediensystem ist ein wichtiger Influencer. Ohne geht's nicht. Doch, rein theoretisch kannst du das Ganze aufbauen, wenn du eine Institution bist, an die Menschen glaubt und du die einzige Institution bist und ein Mensch selber nicht eine Bank einfach mal so in die Welt bringen kann. Okay, ja. Wenn jeder belanglos sagt, ja, ich gründe jetzt meine eigene Bank und ich habe jetzt meinen eigenen Geldschein, dann würde das System ja nicht funktionieren. Ja, das heißt, okay. Es muss ja eine Legitimität geben dafür, dass jemand eine Bank besitzt und dann muss es eine Grundlage geben, wer stellt das Geld her und wie ist es wertegedeckt. Das ist doch logisch. Ja. So. Wenn also nur eine kleine Gruppe diese Macht hat und die Menschen das respektieren, akzeptieren, brauchst du keine Medien dafür. Das ist einfach der Gang der Dinge. Ja. Aber die Medien sind trotzdem ein ganz entscheidender Punkt, um das System weiter am Leben zu erhalten und immer wieder den Menschen weiter zu indoktrinieren mit dem, was das System will. Was die Menschen glauben und was in ihrem Bewusstsein ist. Genau. Ja. Mhm. So, und jetzt haben wir so oft das Wort System. Das System ist letztlich das System, aber geführt wird das System nicht von System. Das ist ja nur ein Begriff. Sondern von Menschen, die Macht haben, schon lange, und die Fäden ziehen. Entscheidungen treffen zu ihren. So wie Trump sagt, der Deep State in den United States. Aber der Deep State in den United States ist nicht der Deep State, von dem ich spreche. Ich spreche von dem Deep State, der in den United States den Deep State kontrolliert. Mhm. Mhm. Und in Deutschland und in Spanien und in Italien und in all den anderen Ländern. Von denen spreche ich. Und das System ist nur die äußere Fassade, die Hülle. Also du meinst, um das nochmal für den Zuschauer und für mich nochmal klar zu machen, das, was Trump mit Deep State meint, sind die, die wir sehen. Ich kann ja nicht sagen, was Trump wirklich meint. Ich kann ja nur sagen, wenn Trump davon spricht, sagt er immer, der Deep State hier muss aufgeräumt werden. Genau, drain the swamp und so weiter, ja. Mhm. Ja, in den Parteien, in den Behörden, bis hin zu den Richtern. Im ganzen Establishment, ja, genau. Ja, er redet nicht vom Deep State hinter dem Deep State. Das habe ich noch nicht gehört. Richtig. Also,
nehme ich es so wahr. Was er wirklich denkt, was er wirklich meint, weiß ich deswegen immer noch nicht. Ja, aber das ist natürlich interessant, weil auch für mich jetzt nochmal der Deep State hinter dem Deep State, das ist vielleicht dann, ich finde es eigentlich der, ja, es ist schon auch legitim, diese ganze Verfilzung und diese Behörden und Verwaltung und Gerichtsbarkeit und alles spielt miteinander auch als Deep State zu bezeichnen, auch wenn wir es sehen. Ja, natürlich, ja? Das sag ich. Aber das finde ich interessant, weil da gehe ich mit. Der Deep State hinter dem Deep State, den sehen wir auf keinen Fall. Guck mal, ich versuche ja nur Worte zu benutzen, um darauf hinzuweisen, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will. Sonst müsste ich rein geistig mich hier hinsetzen und spirituell sagen, oh, die werden schon wissen, was ich denke. Ja? Ich benutze Worte wie jeder von uns. So, und Deep State ist ja auch nur ein Wort. Ja. Was sich da jemand drunter vorstellt, ist relativ. Ja, ja. Was ich zum Ausdruck bringen will, ist, dass die Figuren, die wir sehen, Teil des Deep States sind, aber nicht der Deep State selbst, von denen ich spreche, die Fäden haben. Das ist der tiefe Staat, der richtig tiefe Staat. Der Staat hinter dem Staat, von dem Staat, von wir glauben, das ist der Staat hinter dem Staat. So, das dahinter. Also darum noch mal eine Etage tiefer in den Kaninchenbau. Nein, ja, in den Kaninchenbau, aber besser noch mal ein Stück höher in die Pyramide. Oder so, oben, ja. In da, wo das Auge ist. Ja, ja, genau, okay, ja. So, und da ist eben auch immer der Punkt, wer ist der Regisseur? Ist es noch der Alte oder ist es schon neuer? Das will ich aber nicht wieder thematisieren, hatten wir auch schon sehr oft. So, aber an den Beispielen, die ich gerade genannt habe, erkennst du doch, dass man Dinge erkennen kann, wenn man sie sich wirklich vor Augen führt. Mhm. Und nicht dran vorbeischaut. Eine Bank, die Kredite vergibt, zum Beispiel, wo die Besicherung für die Kredite aber unter dem Limit ist, die kann logischerweise gar kein Geld vergeben, mhm, weil sie gar keine Besicherung hat. Weil normalerweise sollte eine Bank das Geld von dem Anleger, der das Geld in die Bank packt, benutzen können, um damit Kredite zu vergeben. Mit den Krediten müsste sie ja dann irgendwas verdienen, Zinsen einnehmen und den Anleger Zinsen geben. Wenn aber jetzt die Rücklagen gar nicht gedeckt sind, weil die Kreditvergabe einfach viel zu hoch ist in Bezug auf den Wert, dann hast du doch schon das erste Problem. Und was sind Derivate, Verbriefungen und dergleichen? Das sind Dinge, die keinen Wert in, mhm, dem Sinne haben. Und die Bank kann ein Hundertfaches oder mehrfaches als Hundertfach anlegen, ohne die Summe zu hinterlegen, sondern mit einem Hundertstel Prozent oder noch weniger Derivate an der Börse handeln, mhm, verkaufen, kaufen. Verbriefung, Immobilien und dergleichen. Das ist alles hochgradig zocken. Ja. So, das heißt, wenn sie dann aber zur Kasse gebeten wird, dann hat sie das Hundertfache von dem verspielt, was sie eigentlich wirklich hat. Und das kann sie nicht geben. Ja, ist nicht da. Mhm. Verstehst du das? Mhm. Das ist ein Teil des Roulettes, was hier gespielt wird, seitdem es die Börse gibt. Die Börse war schon immer dafür aufgebaut von dem System, Menschen ihr Hab und Gut zu nehmen, mhm, und es so zu verteilen, dass wenige viel haben und viele wenig. Wenn du dieses System richtig durchschaust, dann erkennst du, dass dieses System darauf basiert, dass wenige viel haben und viele wenig haben. An Besitz, mhm, an Werte. Mhm. Auch wenn jemand wieder in Deutschland sagt, ja, das ist ja überall auf der Welt so. Ja, weil das System genau das will. Das ist eher eine Bestätigung. Und wenn dann, ja, jemand kommt und sagt, ja, aber geh mal nach Afrika, das ist ja noch schlimmer. Dann hat er bis vor 10 Jahren damit auch recht gehabt, dass es da noch schlimmer ist. Du kannst auch in andere Regionen gehen und sagen, ja, das ist ja noch schlimmer. Ja, das heißt doch deswegen immer noch nicht, dass es gut ist. Mhm. Nur weil du ein bisschen mehr hast. Du hast immer noch 90%, die man dir weggestohlen hat. Auch wenn du hier besser leben kannst als dort.
Das ist die sehr Logik. Gut. Das, ja, dieses, das ist so ein bisschen dieses Gefühl, ja, was willst du denn eigentlich? Uns geht's doch super, wenn man, wir sind da privilegiert geboren und so weiter, ja. So, und das ist ja in Deutschland für viele Menschen gravierend, so in ihrer Aussage. Speziell in Deutschland. Mhm. Deutschland war nun mal nach dem Krieg das Wirtschaftswunderland schlechthin und die USA in sich auch. Mhm. Einige Nationen, aber gefühlt auch dabei, aber nicht in dem Rahmen ja. wie die USA und Deutschland. So, also waren auch lange Zeit die US-Bevölkerung der Meinung, das ist das gesegnete Land. Hier kann jeder alles werden und hier ist Reichtum. Tellerwäsche-Story und so weiter, ja. Du hattest in den 50er Jahren bis knapp in die 60er Jahre, hattest du Haushalte im Durchschnitt in Amerika, wo jeder Haushalt drei Autos hatte. Mhm. Du hattest ein Auto für den Mann, für die Frau und dann noch so einen langen, wie hießen die, Kombi, oder? Ja, genau. Ja, Vans, ja. Nicht Vans, so eine Kombi ist hinten, so lange, langen Kofferraum. Langgestreckte Limousine mit einem langen Kofferraum. Mm-hmm. Kennst du das nicht mehr? Mm-hmm. Ja, das ja, ja, diese auch, riesen 50er-Jahre-Kisten. Ja, keine Vans. Ja. Vans ist was anderes. Ich weiß, was du meinst. Diese großen 50er-Jahre-Schlitten da. Genau. Ja, ja. So, das hatten wir in Deutschland auch, aber nicht in dem Maße. Und da hast du doch gesehen, zu der Zeit, da hatten die US-Bürger wirklich auch real Dinge, die sie vorher nicht in dem Rahmen hatten. Nicht so. Ja. Die hatten auch teilweise ihr Häuschen, Eigentum. Und da hatten sie dann ihre Autos und ihr Einkommen. Fernsehen Riesen Kühlschränke, mhm. Fernseher, alles das, was in Deutschland später kam. Genau. Wir sind immer so ein bisschen... 10, 20 Jahre, ja. Ja, mhm. 20 nicht, aber 10, manchmal ja. ein bisschen weniger, aber 10 Jahre so hinterher. So, wie sieht es denn jetzt in Amerika aus? Hat da immer noch jeder drei Autos? Hat da jeder immer noch sein Häuschen? Ich. So, und wie sieht es denn jetzt in Deutschland aus? Wie sieht es denn jetzt in Deutschland aus? Kannst du immer noch so leicht die Straße lang gehen und hier mal was kaufen und da mal was kaufen, was du vielleicht vorher gemacht hast, so Kleinigkeiten zumindest? Ja, wenn du heute losgehst, ich habe gestern ein Paket verschickt, da habe ich mir einen Karton geholt und ein paar Füllmaterial. Ein Karton, ja, Pappe, so groß, mit ein bisschen Füllmaterial. Und dieses Band, was man so verklebt, ja. Tja, 25 Euro. Ach doch, ja. Das, was ich da reinpacke, war weniger wert als der Karton. Ja, ein schönes Beispiel, aber ich gebe dir recht. Wir in Deutschland können das sagen, es ist eine, wir sind, wenn man jetzt das irgendwie als Lebensstandard bezeichnen möchte, ja, was man so im Durchschnitt, was die Bevölkerung hat, können wir uns weniger leisten, definitiv, wesentlich weniger als noch vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren oder gar in den 70er Jahren. Da war unsere Blütezeit, also kann ich mich erinnern, haben die wirklich die Leute verdammt viel Geld verdient im Vergleich zu heute und auch was das, für das Geld auch wirklich was bekommen. Und in den USA gebe ich dir recht, wobei ich da vorsichtig bin, weil, aber wahrscheinlich... Ich will sagen, deswegen vorsichtig, weil ich es eben auch nicht weiß. Ja, man sieht dann, es ist ja immer so, du siehst dann irgendwelche Videos von Philadelphia oder anderen Großstädten, wo die Zombies rumlaufen. Ganz, ganz ja. Gut. Also ich kenne mindestens 20 bis 30 Amerikaner. Ja, da bist du näher dran. Ja, ja. Mindestens. Die weil jammern. Ich weiß, ich habe ja aus der Musikbranche... Ja, genau, du hast die Leute. Ja. Mhm. Es ist skandalös, schon lange. Die Verarmung in den Städten, Detroit zum Beispiel, Autoindustrie, ja. Ja, völlige Desolation schon seit Jahrzehnten. Und in anderen Regionen, teilweise hast du mal eine Region, da ist dann ein bisschen was aufgepeppt, wie zum Beispiel in Slums in New York, wo dann Harlem eine Infrastruktur hatte für Touristen, wo sich ein paar Leute etabliert haben und dann wieder die viel Geld haben, da investiert haben und damit Geld verdient haben. Aber an anderen Stellen ist wieder alles zusammengebrochen. Jetzt wären wir aber zu sehr detailverliebt. Ja, aber ganz kurz, das würde mich schon interessieren. Nur als Aussage, was sagen denn die Amerikaner, die du kennst? Die Amerikaner, die sagen, das geht alles einen Bach runter. Mhm. Mhm. Jeder Amerikaner, der in diesem System nicht zu diesen Privilegierten gehört, mhm. oder die zumindest noch ganz gutes Geld verdienen, an bestimmten Stellen, gibt es das. Genau wie in Deutschland, gibt es ja hier auch. Ja, ja, klar. Da kannst du sagen, dass das... Das ist im Prinzip weltweit kein Unterschied. Mhm.
Auch in Deutschland hast du die Menschen, die noch bestimmte Positionen haben, die Anwalt sind, Steuerberater, Beamte, Verwaltung. Denen geht es im Prinzip genauso wie vorher, weil die von dem System gefüttert werden. Ein Steuerberater, der muss genauso bezahlt werden, nach wie vor. Sonst kannst du als Mensch hier doch gar nicht leben, weder als Unternehmer noch als Freiberufler. Also all diese Dinge sind doch strukturell durchschaubar. Aber ich will doch auf einen ganz anderen Punkt hin, Thomas. Ich will doch nicht mich in diesen Details verlieren. Der Kern war doch der, dass man deutlich erkennen kann, dass das alles zusammenbricht. Richtig, und ja. Nicht erst seit 2, 3 Jahren oder 4 Jahren, sondern dass das ein kontinuierlicher Zusammenfall ist. Kannst du dich an unsere Salongespräche nicht erinnern, wie oft wir das thematisiert haben? Dass es ein kontinuierlicher Zusammenfall ist. Permanent reden wir darüber. Der gesteuert ist von der Politik. Aber von der Politik auch nur äußerlich sichtbar für den, der hinschaut. Mhm. Und die, die uns, wenn man das sieht, dahin geführt haben, sind doch nur die ausführenden Organe. Das ist wie bei einem Körper. Das ist nicht das Gehirn. Ein Organ, ein Herz schlägt für dich, eine Lunge arbeitet für dich, das sind Organe. Politiker gehören zu den Organen des Systems. Die sind aber nicht das Gehirn. Aber sie arbeiten so, wie das Gehirn ihnen sagt, wie sie zu arbeiten haben. Also siehst du doch diesen Zerfall schon seit Jahrzehnten. In Deutschland spätestens seit Merkel an der Macht ist. Das ist jetzt auch wieder eine Wiederholung, aber ich mache das auch ein bisschen für uns alle, dass wir das nochmal rekapitulieren. Aber auch jetzt in dem Zusammenhang, wir sprechen ja miteinander für dich. Wie klar ist dir das? Wie bewusst ist dir das, dass das ein substanzieller Teil dessen der Realität ist, die du hier dir vor Augen halten solltest? Die sich jeder vor Augen halten sollte? Dass der Zusammenbruch schon mindestens so lange geht, meinst du, wie bewusst mir das ist? Genau. Es wird mir immer bewusster, muss ich es mal sagen. Ja? Also von Tag zu Tag fast. Ja? Gibt es immer mehr Hinweise darauf? Oder? Schau mal, die Autoindustrie in Deutschland ist doch kontinuierlich niedergemacht worden. Aber doch nicht erst in den letzten 3, 4 Jahren, wo wir unser Salongespräch machen. Doch schon viel weiter davor. Aber wie bewusst war es denn den Menschen oder uns, dass das gesteuert ist? Wo sind denn die großen Widersprüche von Seiten der Wirtschaft gegen das System Klima, Energie, Auto etc.? Das ist doch alles kontraproduktiv für die Energie, das, was die Politik hier will. Für die Unternehmer, ja. Da müsste doch, wenn es ein Unternehmen ist, was zum Beispiel ein Familienunternehmen wäre, nehmen wir mal an, du wärst Daimler-Benz, deine Firma. Na, würdest du dir das gefallen lassen, dass du die und die Auflagen bekommst, dass du dann weißt, ja okay, jetzt muss ich so und so viele Menschen entlassen, weil ich kann ja jetzt keinen Absatz mehr finden, weil ich dafür die Autos nicht mehr bauen. Und du weißt ganz genau, E-Autos kannst du vielleicht 1% von bauen, weil die Infrastruktur in 100 Jahren noch nicht da ist, zumal der Rest auch nicht funktioniert. Das müsstest du ja als Autohersteller wissen, weil du bist ja nicht Zahnarzt oder Bäcker, sondern du bist Autohersteller und beschäftigst dich mit der Philosophie des Autos und der Technik. Dann müsstest du doch sagen, als Daimler-Benz, was müsstest du sagen? Man müsste den Scholz und den Habeck anrufen und fragen, seid ihr noch ganz dicht? So ist es. Wenn aber diese Firma gar nicht mehr Daimler-Benz in dem Sinne ist, sondern dem System gehört, was ja will, dass keine Autos mehr da sind. Das System will doch, dass wir Bus und U-Bahn fahren und am besten in Städten wohnen, wo wir auf 30 Kilometer nicht mehr weiter raus können. Wo der Individualverkehr dir genommen wird, dann hättest du ja zu viel Freiheit. Richtig, ja. Das ist dir doch auch klar. Ist dir doch bewusst. So, macht das nicht Sinn, dass du dann im System sagst, ja okay, dann müssen wir natürlich die Autoindustrie wegplatt machen. Also warum schreit keiner auf? Das ist, die Frage stelle ich mir ja auch. Ja, nochmal, warum schreit keiner auf? Weil, also die erste Erklärung wäre gewesen von mir... Warte Thomas, ich rede jetzt nicht von dem Menschen.
sondern von den Firmen. Warum ja gut, da hast du die Frage gerade selber beantwortet. Ja. Darauf wollte ich richtig hinaus. Ja. Siehst du das? Ja, ja. Erkennst du das? Eindeutig. Wenn der Audi-Chef sagt, ich will einen autofreien Sonntag und dann werde ich mit meinem Fahrrad auf der Autobahn fahren, dann sagt der Chef eines Autoherstellers. Und wo kriegt er sein Geld her? Kriegt er sein Geld für Autoverkaufen? Nee. Der kriegt sein Geld dafür, dass er Politik macht. Der kriegt sein Geld vom Vorstand, wo er teilweise selber drin ist, und von der Aktiengesellschaft, die ja letztlich das Unternehmen darstellt. Das ist das System, was dahinter steht. Der muss nicht Autos verkaufen. Der ist nicht darauf angewiesen. Wenn du denen sagen würdest, ab morgen streichen wir dein Gehalt, aber bei jedem Auto kriegst du so und so viel Prozent ab, da würde der sofort kündigen. Das muss er sich wirklich überlegen, ja. Es ist wirklich, es gibt keinerlei Widerstand aus dieser Richtung. Auch BASF, die nehmen das hin und sagen, ja gut, dann gehen wir halt. Und entlassen hier Leute und so weiter. Ja, dann lassen wir es eben hier, fahren wir das Ganze runter. Beziehungsweise Autohersteller ist ein schönes Beispiel, weil gerade, es ist wirklich sehr frappierend, weil gerade das Auto, ja, was weiß ich, glaube ich, was hieß es mal, jeder dritte Arbeitsplatz generell hängt irgendwie mit dem Auto zusammen, so war es zumindest mal. Also das Rückgrat, gerade die müssten eigentlich, du hast vollkommen recht, in einer konzertierten Aktion sagen, also liebe Bundesregierung, so geht's nicht, das machen wir nicht. Schau mal, ich spreche jetzt Autos an, weil das relativ greifbar ist und sehr effizient hier in Deutschland zu begreifen. Ja. Aber das ist nur ein Beispiel. Es geht ja für alles. Natürlich. Alle machen mit. Natürlich. Und dann kannst du sehen, wer profitiert denn im Moment? Wer profitiert denn im Moment? Also wir haben festgestellt, die Autoindustrie tut das nicht. Davon profitiert aber der Staat, wenn er das umsetzen will, dass du kein Auto mehr fährst. Glaubhaft macht er dir das aber nicht, dass er sagt, ja, wir wollen dir das Auto wegnehmen. Nein, er sagt, du bist schuld, weil das Klima jetzt uns alle tötet. Der größte Schwachsinn überhaupt. Ja. Den glauben aber viele Menschen. Also ist die Indoktrinierung von dem System über die Medien doch ganz gut gelungen. Erfolgreich, ja. Wir müssen was tun und so weiter. Das sagen viele, okay. Ja, genau. So, also da erkennst du doch was. Da erkennst du doch in dem System ein System. Ja, durchaus, ein Muster, ja, genau. So, und jetzt kannst du dir die Firmen anschauen und die Firmen, die Gesellschaften, was auch immer, die nicht profitieren. Genauso kannst du dir die anschauen, die profitieren. Wer profitiert? Hast du eine signifikante Idee, nur ein Beispiel? Wer jetzt gerade richtig profitiert, die letzten Jahre? Also, wer richtig profitiert, ist zum Beispiel die erneuerbare Energieindustrie. Hat es zumindest. Pharmaindustrie. Ja, gut, Pharma ist natürlich sowieso klar. Pharma, Thomas, wenn du jetzt sagst, ja, ist klar, das sollte doch sofort aufblicken. Ja. Die Pharmaindustrie steckt doch vorne drin. Was machen sie? Sie sagen uns, wir brauchen Pestizide, um Essen zu erzeugen. Pharmaindustrie verdient. Sie sagen dir, du musst die und die Medikamente nehmen, die und die Spritzen. Pharmaindustrie. Wer hat denn jetzt gerade Milliarden, Hunderte von Milliarden verdient? Die Pharmaindustrie. Natürlich hängt dann noch die eine oder andere Firma damit drin und der eine oder andere Protagonist, der in dem System für die Pharmaindustrie dann seinen Job macht. Der hat dann auch profitiert. Jetzt gibt es aber einen Haken, bitte, der mir da auffällt. Ich sehe das ja auch, aber das Problem ist, wenn du jetzt natürlich... Wenn du jetzt sagst, wir machen die Autoindustrie kaputt, wir machen andere Industrien kaputt, Stahlindustrie zum Beispiel auch oder Aluhütten und was weiß ich, Chemie, dann muss man sich natürlich fragen, gut, dann haben die Leute keine Arbeit, können auch nichts erwirtschaften, zahlen auch keine Steuern, können dann auch ihre Gesundheit nicht mehr bezahlen, das, was die Pharma eigentlich will, ja, also selbst das Gift können sie dann nicht mehr bezahlen. Und was ist dann gewonnen? Dass du kommst und sie erlöst von ihrer Schmach. Das sollte auch eigentlich jetzt... Ja, aber das ist ja wieder der Weg, sind es die Guten oder sind es die Bösen? Thomas, ja? Das ist sowieso immer wieder die Frage, aber das ist nicht das Thema von dem jetzigen Moment.
Das kannst du wieder hinten ranstellen und dann dir sagen, ist es jetzt der Gute oder der Böse, der uns dahin führt. Aber erkennst du nicht selber, was du jetzt gerade selber gesagt hast? Du fragst dich nach dem Sinn. Und das ist das, was dich souverän macht. Und dann hinterfragst du den Sinn. Und während du den Sinn hinterfragst, macht es dann entweder Klick oder auch nicht. Und du erkennst, jetzt verstehe ich, warum sie das alles kaputt machen. Natürlich. Wenn du jemanden unter Kontrolle haben willst, ist das doch das Beste, was du machen kannst. Ihn abhängig machen von dir. Dass du der Heilsbringer bist. Du musst als System praktisch neu auferstehen. Das ist mir einfach zu abgefuckt. Manchmal, muss ich ehrlich sagen. Ja. Manchmal komme ich da wirklich an meine Grenzen, wo ich sage, wie kann man einfach so denken? Nicht du, sondern... Nee, das ist doch clever. Ja, aber auch extrem bösartig. Ja, da hast du völlig recht. Aber clever und extrem bösartig oder extrem gutartig hat nichts miteinander zu tun. Cleverness ist nur das, was dich dahin bringt, wo du hin willst. Wenn du also jetzt der Gute bist, kannst du genau mit der gleichen Cleverness das fürs Gute nutzen. Oder du nutzt das für das Negative. Die Cleverness ist nicht das Gute oder das Böse. Nee, hat keine, an sich keine Wertung erstmal, ja. Ist die Frage, wofür du es nutzt. Mhm. Wenn du einen cleveren Anwalt hast, kann der die Mafia vertreten oder den anderen vertreten. Clever ist er genauso. Die Frage ist, wen vertritt er? Mhm. Also clever nehme ich auch nicht als negativ wahr, wenn du das meinst. Das nehme ich als neutral wahr eigentlich. Weil du gesagt hast, das ist ja negativ, als ich gesagt habe, das ist clever. Das nur ins Verhältnis bringt. So, aber nochmal, lass das doch mal kurz sacken und frag dich doch jetzt mal selber, ist das nicht schlüssig? Doch, ist es. Hättest du eine Alternative, wo du dir sagst, Moment, ich stelle jetzt mal eine Alternative dagegen und sage, nee. Also, dass wir jetzt hier diesen Zusammenbruch sehen und dass Daimler-Benz pleite geht und die Autoindustrie und so, ja, das ist zwar wahr, aber das hat einen anderen Grund. Dann überleg dir mal, was für einen anderen Grund könnte das sein. Nein, es gibt keinen, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sehe ich auch so. Ja, das ist wirklich... Das kann man sich auch nicht schönreden. Ja, das ist ziemlich eindeutig. Schönreden kann man das schon. Die Frage ist nur, ob es ob dich das weiterbringt. Ja, ob es der Realität entspricht. Weil schönreden ist eine Sache. Ich kann, wenn es schneit und stürmt, sagen, draußen scheint die Sonne. Kann ich sagen. Ich rede mir da schön. Wenn ich rausgehe in T-Shirt und Badehose, in der Realität, dann merke ich es. Moment mal. Das Schönreden hat mir jetzt nicht wirklich geholfen, weil bei 20 Grad minus friert mir mein Haar zusammen, ja. Also, schönreden ist eine Sache, aber hat nichts mit der Realität unbedingt zu tun. Mhm. Also, erkennst du das, dass man dieses System ganz leicht durchschauen kann an ihren eigenen Taten? Und was hat denn Jesus gesagt? Immer wieder. Was hat er gesagt? An euren Taten werde ich euch messen. Ja. Genau, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Ja, man muss ja nicht bibelfest sein. Hauptsache, man hat so ein paar Sätze, die ungefähr ich bin auch nicht bibelfest, will ich auch nicht sein. Aber verstehst du, was ich meine? So, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, aber nur, wenn ihr eure Augen aufmacht. Wenn ihr euch alle schön redet, werdet ihr gar nichts erkennen. Aber jetzt muss ich doch noch mal in ein kleines Detail gehen. Ja, bitte. Autoindustrie. Weil das ist wirklich, das ist das, was ich nicht verstehe. Und das geht nicht nur mir so. Wir sind bei den Firmenchefs, sind wir klar. Ja, was dahinter steht. Ja. Was für eine Absicht und so weiter. Jetzt nehmen wir mal Baden-Württemberg. Da ist jetzt eine Umfrage gewesen, nicht lange. Wir wollen jetzt auch liebe Zuschauer, Umfragen ist jetzt auch äußerst fragwürdig, aber sind die Grünen immer noch über 20% knapp hinter der CDU. Da fragt man sich in einem Land, Bundesland wie Baden-Württemberg, mit Mercedes, mit Porsche, mit ZF, mit wahnsinnig vielen Autozulieferern, mit Bosch, einer Riesenbude mit 350.000 Mitarbeitern weltweit, die alle nicht ausschließlich vom Auto, aber sehr, sehr hohen Anteil vom Auto abhängig sind, von der Produktion des Autos hier und Entwicklung auch, dass die
Ja, also wirklich praktisch, von denen hört man gar nichts, von den Ingenieuren, Arbeitern und sonstigen Mitarbeitern dieser Industrie in Baden-Württemberg. Die sehenden Auges sehen, ja, es wird immer weniger. Schau mal, also was ich nicht beurteilen kann, weil da stecke ich nicht drin und da bin ich auch nicht vor Ort. Wenn es den Menschen, die dort ihren Job vollziehen, an den Kragen geht, dann melden die sich schon. Die Frage ist nur, wie laut kann man sie hören? Wo melden sie sich? Und wo kriegst du Informationen, dass sie sich gemeldet haben? Ja, okay, zugegeben. Eins ist doch klar, da musst du ja jetzt kein Prophet sein oder kein Allwissender. Wenn du weißt, dass ein Ingenieur seinen Job, oder wenn der Ingenieur weiß, dass er in ein paar Wochen seinen Job verliert und keine bessere Möglichkeit hat, diesen Job durch etwas anderes zu ersetzen, dann ist doch klar, dass dieser Mensch absolut dagegen ist. Da musst du ja nicht drüber nachdenken. Das ist so. Ja. Wenn dir etwas genommen wird und es nicht durch etwas anderes ersetzt wird, dann wirst du absolut unzufrieden sein. Das ist doch logisch. Also die Unzufriedenheit, die muss da sein, ob du die hörst oder nicht. Naja, also... Ja, sag, ich höre dir gerne ja, zu. Ja, aber wenn ich mir dann... Also ich meine, vielleicht... Ist es noch falsch, sich da auf diese Umfragen da irgendwie noch überhaupt irgendwie drauf das zu schauen? Ist ja, ja, da guck mal, aber das ist das Problem, warum ich darauf immer ungern eingehe, weil wir verschnuddeln uns so in Detaildinge, die können so oder so sein. Aber frag dich einfach von der Logik. Ob du jetzt hörst, ob die Umfrage richtig oder falsch ist, das überlasse ich dir. Für mich sind die Umfragen alle so verschönigt, wie sie nur verschönigt werden können, damit sie dem System huldigen. Und du wirst auch keine Nachrichtensprecher da in die Gebiete holen, die dann dort wirklich hinterfragen, was ja. Es ist. Als die Wasserflutkatastrophe war, da hast du auch nicht Reporter ohne Ende vom ZDF, ARD gehabt, die da hinspaziert sind und tagelang berichtet haben, wie die Regierung versagt hat. Und die Regierung hat ja nicht versagt, weil sie keine Ahnung hätte, es zu tun, sondern weil sie versagen wollten. So, das sollte dir doch alles klar sein. Ja. Also ist doch die Frage, darf irrelevant insoweit sich jetzt da Gedanken zu machen. Naja, Moment, vielleicht ist es so gut gelungen, die Indoktrination, dass gar nicht so wenig Leute sagen, ja, ist jetzt blöd, weil ich auch in der Branche bin, darüber aber... Darüber kannst du dir Gedanken machen und kannst das glauben oder nicht glauben. Wissen kannst du es dann, wenn du mit den Menschen anfängst, Diskussionen zu führen. Fahr nach Baden-Württemberg. Würde ich fast wirklich mal gerne mal machen, aber vom Werksdorf, vom Daimler-Benz stehen und sagen, was ist eigentlich mit euch los? Ja, du musst dir aber auch die Menschen suchen, die davon betroffen sind. Und dann frag sie mal. Und da kannst du meine Meinung jetzt hören. Meine Meinung ist meine Meinung. Da sage ich dir, jeder Mensch, der nur halbwegs geistig noch, auch wenn er sonst wie indoktriniert ist, einfach geistig noch leben will und seine Familie und sich ernähren will, der wird dir sagen, was ist denn das für ein Scheiß, das will ich nicht. Ist doch völlig logisch. Das ist so, wenn du jetzt sagst, da sind Menschen, da sagt die Regierung, ihr müsst ja morgen vom Balkon springen, weil dann wird es anderen Menschen besser gehen, die können dann in eure Wohnung ziehen, die jetzt gerade aus dem Ausland kommen. Ja, die geht schlechter als euch. Ja. Ja, da kannst du jetzt mit mir drüber diskutieren und dann sagen, ja Mike, da gibt es den einen oder anderen, der wird vom Balkon springen. Dann sage ich zu dir, das kann sein, das will ich nicht abstreiten. Aber ich sag dir, von 100% wird es vielleicht 0,01er sein, der das macht. Also ist die Diskussion für mich dann nicht mehr relevant. Es gibt einfach Punkte, wo der gesunde Menschenverstand, auch wenn er noch so behämmert wurde von außen, ja, sagen wir mal, seinen letzten Nippel noch hat, wo er sagt, nee, das mache ich nicht. Und das ist genauso, wenn ich dir sage, spring vom Balkon, oder ich sage, ja, du hast ab morgen kein Geld mehr. Was machst du denn dann? Dann bist du auch fast schon vom Balkon gesprungen, fast. Wenn du keine Alternative hast. So, wenn du dann als Straßenkehrer irgendwo arbeiten willst für ein Zehntel deines Lohns, mach das. Und wenn du dich dann freust und sagst, ach, wie schön ist die Welt und ich liebe unsere Politiker, na, vielleicht sagst du mir dann auch, da wird es den einen oder anderen geben. Vielleicht glaubst du das, das ist dein gutes Recht. Ich sage dir auch, kann sein, dass es den einen oder anderen gibt, der dann als den Job XY macht, ja, für ein Zehntel und dann immer noch sagt, ah, die Superpolitiker, was kann man anderes machen, die Welt ist schlecht und das Klima, ja, wir müssen sie retten und natürlich gebe ich gerne zwei Zimmer von meiner Kellerwohnung ab, damit da noch der eine oder andere Ausländer rein kann
Und natürlich ist es besser, wenn wir die deutsche Sprache verändern und den Genderwahn mitgehen. Und natürlich gibt es so und so viele Geschlechter. Na ja, das haben doch der Professor so und so gesagt. Das sucht ihr doch so einen Menschen, der dann zu dir sagt, ja, so ist es. Such dir die. Ich sage dir, du wirst sie finden unter Umständen, aber du wirst lange suchen. Darum. Ja, aber du darfst nicht verwechseln, jemand, der indoktriniert in dem System noch drin hängt und sich bewusst klammert, weil er keine Alternative hat, mit jemand, der vom System losgelassen wird und auf einmal keine Alternative mehr hat. Das ist ja das, warum das System funktioniert und sich immer noch Leute dran klemmern. Weil sie sagen, ja, hoffentlich, ja, da werden zwar 10 Stellen gestrichen, aber ich bleibe ja. Okay, ja, okay, damit komme ich gut klar. Das ja, ist, aber die anderen 9, die nicht bleiben, von denen wirst du so gut wie keinen finden, der dann sagt, ja, Applaus. Ist halt so, ja. Ist doch normal. Aber um das jetzt abzuschließen, dann ist deine Theorie, dass diese Leute doch dann so sehr indoktriniert sind, dass sie dann erst wirklich diesen letzten Nippel noch ziehen, den sie dann noch haben an gesundem Menschenverstand, wenn die Kündigung auf dem Tisch liegt, oder wie? Natürlich ist ein großer Teil der Menschen, die dieses System nicht weiter hinterfragen oder nicht hinterfragen wollen, das sind die Menschen, die in dem System voller Angst dran kleben, weil sie keine Alternative sehen. Ich glaube auch, das haben wir 20, 30 Mal schon immer wieder gesagt. Du merkst, es ist für mich so, weißt du, es merkst, ist für mich so unverständlich. Du merkst, wie gut Wiederholungen sind. Ja, ja. Du merkst, wie gut Wiederholungen sind, damit man wirklich das irgendwann mal nicht hier hinten wieder ablegt, sondern hier vorne. Aber es ist für mich, im Sichtfenster. Es ist für mich eins der unverständlichsten Sachen, dass man das, dass man da nicht mehr, dass da nichts, also vielleicht ist ja was da, aber ich hätte erwartet, dass da 200, 300, 400.000 Euro, Menschen in Stuttgart sagen, so nicht. Na, wenn sie bedroht sind, werden sie das machen. Solange sie aber noch den Hang haben und glauben, dass sie da bleiben, sind sie vielleicht ruhig, weil sie nicht gekündigt werden wollen. Aber wenn du jemand de facto schon die Kündigung hingelegt hast und der nichts mehr hat, wenn du ihn abschneidest von dem System, dann geht er auf die Barrikaden, so oder so. Was bringt dir eine gelbe Bewegung in Frankreich, das Land die Nation der Revolution? Gelbwesten, ja. Gelbwesten, die da Wochen und Monate rumeiern und dann wieder zu Hause sind. Was bringt dir, dass sie jetzt da rumeiern und gegen Macron aufstehen? Was bringt dir das? Gar nichts. Hast du doch gesehen. Hast du doch gesehen, da brennt etwas. Da brennen Städte unter Umständen. Trotzdem passiert nichts. Der Mensch muss souverän werden. Er muss begreifen, dass es nicht um die Sache an sich in diesen einen Punkt geht. Ja, genau. Nicht um die Rente, mit 67. Ja, um richtig. Das, ja. Weil damit kriegst du das System nicht zum Fall. Da kämpfst du nur gegen Windmühlen. Ja. Du musst das System gegen das System protestieren. Du musst verstanden haben, wie das System funktioniert. Du musst dieses System auch verneinen und Dinge nicht mehr tun. Wenn man fragt, das können wir gerne beim nächsten Gespräch, ich wollte es eigentlich in diesem machen, aber jetzt haben wir uns zu sehr verrannt in andere Dinge, dass man beim nächsten nochmal, naja, so ein bisschen, verrannt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir sind jetzt ein bisschen in Details verrutscht und ich würde gerne beim nächsten Gespräch nochmal darauf eingehen, wie geht es weiter insoweit, was ist denn die Alternative, ja, die wir brauchen, richtig, damit die Dinge jetzt in eine vernünftige Bahn laufen für uns Menschen. Was sind unsere Perspektiven? Wie sehe ich das? Wie siehst du das? Was sind die Punkte, wo man jetzt ansetzt? Da habe ich klare Vorstellungen. Aber das wäre jetzt für das Gespräch am Ende zu lang. Gut, dann heben wir uns das fürs nächste auf. Das ist ja auch ein schönes Thema. Aber das vielleicht nochmal an der Stelle. Schau, Thomas. Wenn du Dinge siehst, die du für dich nicht verstehst, so wie ich Dinge sehe, die ich für mich nicht verstehe, jeder Mensch hat Dinge, die er sieht und nicht versteht, dann ist immer die Frage, wer hat etwas davon? Kennst du den Satz? Cui bono, ja. So. Wer hat etwas davon, wenn die deutsche Autoindustrie kaputt geht?
Da gibt es jetzt Menschen, die sagen, ja, das Nachbarland, das bekämpft uns. Jetzt will Österreich ein neues Auto hervorbringen. Das Triola-Jodel-Auto, ja, als Beispiel. Ohne jetzt den Österreichern zu nahe zu treten, aber das ist nicht ihr Metier. So, das kann man so annehmen. Aber das wäre für mich kompletter Blödsinn. Mhm. Oder ein anderes Land. Egal, nicht Österreich bezogen. Jedes Land könnte das sein. Nein, die Autoindustrie soll ja weltweit kaputt gehen. Und das siehst du doch dann. Das heißt, es ist doch in allen Ländern das Gleiche. In Amerika soll es ja auch so sein. Und in Europa soll es so sein. Die EU hat doch schon angekündigt, Beschlüsse. Verbrennerverbot und so weiter, ja. Ja, da ist doch alles schon klar. Da erkennst du doch schon, was los ist. Naja, also weltweit ist es noch nicht ganz so. Ja? Und welche Autoindustrie profitiert denn im Moment? Im Moment sind... Welche? Welche laufen jetzt super und können gut verkaufen? Welche Autoindustrie? Sag mir ein Land. Uganda? Chinesen? Pakistan? Chinesen. Chinesen verkaufen doch nicht mehr als vorher. In China sollen doch auch diese ganzen komprimierten Städte, das sind doch, ist doch eine chinesische Idee vom... Diese 15-Minuten-Städte, ja. Ja, das ist doch genauso. Ja. Da soll doch der Verkehr auch abgebaut werden, der Individualverkehr. Da kann doch eine Autoindustrie nicht profitieren. Okay, ja, stimmt. Es gibt keine Autoindustrie, die gerade profitiert, außer die scheinbar... wie Tesla. Ja, aber der, das ist, ja, ja. Das ist eine künstliche Geschichte, ja, genau. Ja. Aber das ist eine künstlich erzeugte Geschichte. Du kannst ja mal schauen, wie viele Tesla-Autos du siehst. So, das ist alles Schwachsinn, wenn du glaubst, das ist aus sich heraus einfach mal so entstanden. Dass deine Industrie zusammenbricht, wie zum Beispiel eine Kutscher, der hat früher Kutschen gebaut. Mhm. Wenn der nicht umgestiegen ist auf Autobau, dann hat er irgendwann seinen Job nicht mehr. Oder der die Peitschen für die Pferde hergestellt hat. Ja, wenn da keine Pferde mehr vorgespannt werden, dann brauchst du diese lange Peitsche nicht mehr. Dann kann der diese Peitsche nicht mehr bauen. Macht keinen Sinn für ihn. Mhm. Mhm. So, das sind Dinge, die aus der Entwicklung heraus geschehen, wo sich weitere Dinge entwickelt haben, wo man alte Sachen nicht mehr braucht und weil neue entstanden sind. Haben wir aber jetzt nicht. Haben wir doch jetzt nicht. Du Richtig. Hast doch keine Alternative. Also die, keine fliegenden Zweisitzer, ja. Die Alternativen, die man uns bietet, sind doch Rückschritte. Mhm. Du gehst doch in die Fahrrad. Zeit. Du gehst doch in die Zeit zurück. Mhm. Mhm. Die ganze Politik basiert doch darauf, uns in die Steinzeit zurückzubringen. Und noch schlimmer. Ja. Ja, du nickst jetzt so. Aber das sollte dir doch... Da sollten doch gar keine Fragen mal für dich aufkommen. Du solltest doch gar nicht mehr fragen, warum geht die Industrie kaputt, warum geht die kaputt. Die Fragen solltest du dir doch gar nicht mehr stellen. Jetzt hast du doch die Antwort. Das sage ich dir, kann ich dir nur sagen, Wiederholung ist wichtig. Ja. Ja, die Frage braucht man sich doch gar nicht mehr stellen, wenn man das erstmal verstanden hat. Und dann fragst du dich, warum macht denn der Politiker das? Warum macht denn der das? Ja. Ja, die Frage musst du dir doch nicht mehr stellen, wenn du das verstanden hast. Nee, nee. Das kann man eigentlich schon fast vorhersehen, was er als nächstes tun wird, ja? Naja, klar, dass er auf jeden Fall an dieser Agenda festhält. Mhm. Mhm. Das ist eine Agenda. Das ist ein Spielplan, den er abarbeitet. Ja, den er nicht entwirft, aber ein Drehbuch, den, wo er jetzt immer wieder irgendwas hört. Der muss ja gar nicht das Drehbuch kennen. Der kriegt nur jedes Mal seine Informationen, das und das und das. Das, was er wissen muss, ja. Das, was die Schüler in der Schule bekommen, Informationen. Dass CO2 gefährlich ist, die größte Lüge der Welt. Dass die Schüler nichts von der Quantenphysik erfahren in der Schule. Dass die Schüler Dinge erfahren von der deutschen Sprache, die völliger Schwachsinn sind. Den Menschen dumm machen. Nichts vom spirituellen Wissen. Keine alten Geschichten der Menschheit hinterfragen, dass eine Pyramide mit Stein gemeißelt, aus dem Stein gemeißelt mit Hämmerchen gemacht wurde. Auf Schlitten kilometerweit durch die Wüste gezogen und dann mit Menschenhand, mit Holzkrähen 20 Tonnen Quader. Quader auf 100 Meter hochheben. Ja, das erzählt man den Menschen. Und die sagen, ja, ach so ist das. Ach so ist das.
Da habe ich ein lustiges Bild gesehen. Ja, da siehst du Steinzeitmenschen, also so Menschen, wie man sie aus der Steinzeit sieht. In der Höhle. In der Höhle. Und einer hält ein Handy. Da steht drunter, die Klimakleber 2580 haben ein Handy gefunden und gesehen, was sie so alles vollbracht haben. Ich kenne das auch, so, wo man gefragt hat, da sind wir jetzt angekommen, also auch am offenen Feuer, auch, warum der da, wo die Kinder fragen, wieso habt ihr denn den Grünen gewählt oder so. Ja, ja, genau, so auch so ähnlich. Ja, ja, das ist so eine ähnliche Geschichte. Ja. Aber verstehst du, das ist witzig vom Bild. Aber hat einen Kern. Nee, das ist einfach real. Ja. Ich meine, ich sage nicht, dass es da hinkommt, aber da würde es hinkommen, wenn es so weitergeht. Ja. Das ist einfach den Menschen in den Irrsinn treiben. Ihn wirklich in den Irrsinn treiben. Irrsinn bedeutet nicht für mich, dass du in einer Irrenstalt landen musst, sondern Irrsinn bedeutet, der irre Weg, der verirrte Weg, geistig. Irrweg, verirrt, verwirrt, geistig verwirrt, den Menschen verwirren, weiter in das System verwirren, verstricken. Einwickeln, ja. Verwirren ist auch ein schönes Wort, ja, wenn man sich's mal genauer anschaut, ja. So. Super. Aber oder ich sage ja, entwirren ist ja dann das Gegenteil, ja. Im Salongespräch beim nächsten würde ich gerne den positiven Aspekt. Genau, weil das wäre dann nämlich meine Frage fürs nächste Salongespräch. Weil das würde jetzt den wo Rahmen sind wir springen. Denn da, wenn wir das uns alle betrachten, diesen Zusammenbruch, wo sind denn dann die Punkte, die für uns sprechen? Sozusagen. Ja, und was, worauf achten, etc. So machen wir es. Liebe Zuschauer, es soll jetzt nicht irgendwie, wir entwickeln uns jetzt nicht, dass wir jetzt hier dauernd irgendwelche Cliffhanger machen und folgen, ja, aber das ist jetzt gerade ein Thema, was mir in einem Gespräch nicht ganz gänzlich abhandeln kann. Und das finde ich gut, dass man das, müssen wir uns daran erinnern, nächste Woche, dass wir das dann da aufgreifen von heute. Und nochmal hingewiesen auf die Beschreibung Hörbuch Illusion Spielzeug der Wahrheit, Teil 13, nee, 12, Entschuldigung, der Verweis, dann natürlich die Kontaktseite von Mike nochmal wegen des Seminars, was wir am Anfang des Salongesprächs angesprochen haben, und der Verweis zum Buch Illusion Spielzeug der Wahrheit von Mike. Und dann, lieber Mike, vielen Dank. Bis nächste Woche. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Grüße an die Podcast-Zuhörer auch. Haben wir auch ein paar hundert Leute. Wir kriegen das auch mit, dass da auch durchaus Aufrufe da sind. Dank an der Stelle. Macht's es gut. Thomas, in dem Sinne. Hat mich gefreut. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ja, aber das machen ja die anderen auch. Ja, da ist auch überhaupt nichts Schlechtes bei, weil wiederholen, kein Schüler kann lernen ohne Wiederholen. Ja, üben, üben, üben. Egal, was man macht. Ja. Bei dem Seminar geht es auch darum, dass man wieder souverän wird und über Wiederholung, Training seine Souveränität wieder ergründet, stärkt und mehr aus der Maske entwickelt, entfaltet. In dem Sinne wünsche ich alles Gute bis zum nächsten Mal für dich und alles Gute für die Zuschauer. Ciao.